Couch TV. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Loves you, baby. Baba Booey. Thank you. Hey now. Hey now, Brittany Andrews. Na, Freunde der italienischen Oper, wie war der Sommer so? Wer die Anspielung versteht, der merkt, dass ich alte Filme geguckt habe. Ich war nie so enthusiastisch, wenn es um alte Filme ging. Ich dachte mir, das wäre ein bisschen fad. Und jetzt, weil der Sommer so fad war, da habe ich auf YouTube, glaube ich, da ist alles Mögliche, auch mit diesen alten Stars, die ich nur so aus Zitaten kenne, sowas wie Mamie van Doren. Ich hatte nie einen Film mit Mamie. Nicht übel, nicht übel. Was ich gut finde, da wird ungehemmt geraucht und dann ist da immer so ein Sprecher, der, well, these crimes has taken over. Und dann kommt es und da wird einem da genau erklärt, was da los ist und dann ist da der und der. Und es ist eine ziemlich voranschreitende Handlung. Deswegen, ich bin da ganz, ich könnte da jetzt gar keine Titel nennen. Ich gucke dann auch nicht alle fertig. Also, aber diese Schwarz-Weiß-Filme aus den, ich weiß nicht, 40ern vielleicht, die sind nicht schlecht. Ich habe mich da gut amüsiert. Ein Blick in die alten Zeiten, als das noch völlig normal war. Da sitzt dann der Typ im Auto, die Kinder, der qualmt Zigaretten, überhaupt kein Problem. Frauen rauchen die ganze Zeit, alle trinken. Gute Zeiten. Das mit den Ohrfeigen natürlich nicht so. Du wirst hier gezwungen, an irgendwelchen Umfragen für einen Staat teilzunehmen, die da in die Tiefe gehen, wo du dir denkst, ihr habt sie aber nicht. Also habe ich natürlich als erstes mal weggeschmissen und dann kamen da so Drohbriefe, wenn sie nicht bis zum so viel das ausfüllen, dann gibt's 5000 Strafe und sie machen es dann. Also da wird da gleich ein Ton angeschlagen. Das war, sie wurden ausgewählt. Also ich wurde nicht ausgewählt für den Super Bowl Jackpot, Supergewinn, 90 Millionen Dollar. Nein, ich wurde ausgewählt, um an irgendeiner verschissenen Umfrage teilzunehmen für den Staat, wo, wie viel ich verdiene, warum, wo das herkommt, was ich damit mache, was ich in meiner Freizeit mache, wie oft ich mich mit Leuten, solche Sachen wollen die wissen. Falls ihr das schon mal gehabt habt, wenn ihr irgendwo eine Abfrage bei einer Firma habt, mit der ihr zu tun habt, dann sagen die ja immer Datenschutz. Wegen Datenschutz können wir euch das nicht sagen. Es gibt in Deutschland keinen Datenschutz. Ja, das muss man mal klar sagen. Wenn solche Sachen, die sind ja nicht anonym, wenn die ausgefragt werden, gibt es keinen Datenschutz. Also die wissen alles über mich. Das ist eine Unverschämtheit, dass man zu sowas gezwungen wird. Genauso derselbe Zwang, den ich jetzt habe. Ich musste jetzt, das ist nicht so viel, aber trotzdem, ich muss jetzt zusätzlich zur Stromrechnung noch jetzt irgendwie den Zähler bezahlen. Es gab ja vorher schon einen Zähler, hat gut funktioniert. Jetzt haben die entschieden, also man kann 20er noch extra machen, was sich ja summiert auf die ganzen Leute, die ganzen Bürger angerechnet. Dann müssen wir für den Zähler, der ist jetzt digital, das hat keinerlei Vorteil, also da muss ich immer noch runterlatschen, den Hausmeister, was in vielen Häusern kein Problem ist. Bei uns ist es so, der Hausmeister bei uns, das ist so eine Art Zuhälter, der verdient so viel, also allein an dem Haus hier, wie ein amerikanischer Staranwalt, weil den freundlicher Mann, den er da einstellt, also einen von seinen Leuten, den er da, also die Arbeit machen lässt, der wird sicherlich nicht das bekommen, was er die Stunde verdient, weil der Mann ist 4 Stunden im Monat da. Der Zuhälter, Hausmeister verdient 3,6. Das sind, ist das 800 mal 4? Ne, mehr sogar. Also amerikanischer Staranwalt wie Mark Gergos, der nimmt ungefähr 800 die Stunde. Der Billable Hours nennt sich das. Das verdient bei uns der Hausmeister. Denkt man sich, warum das lange Studium? Wird man doch Hausmeister. Beziehungsweise, wie man es heute nennt, Facility Manager. Ich habe mir ein Navi gekauft, weil ich das brauche für ein anderes Land. Das ist ja auch totale Abzocke. Da kaufst du also ein Navi mit amerikanischen Karten, angeblich. Und dann stellst du fest, dass du die dir erst runterladen musst. Das ist alles nicht so einfach, aber es geht. Beziehungsweise, es würde theoretisch gehen, wenn dieses Gerät nicht irgendwie 1 MB Speicherplatz hätte. Also wenn du das runterladen willst, kannst du gerade noch eine neue Karte kaufen. Also das heißt, der Preis plus die Karte, da habe ich dann nochmal 13 Euro für die Speicherkarte angelegt. Aber du kannst dich im nicht-europäischen Ausland und auch im europäischen Inland nicht immer aufs Handy verlassen, habe ich gemerkt. Allerdings kannst du dich auch nicht aufs Navi verlassen.
wenn ihr jetzt eure Eltern, wenn nicht sogar Großeltern fragt, über eine Serie, die hieß Die Zwei. Das war der Dosenöffner für eine Berliner Synchronfirma und ich habe immer hier gesagt, das deutsche Fernsehen ist wie eine Jauchegrube, das ist so beschissen. Die letzten Nullen, die das machen, jeder von der Straße könnte es besser, es sind die letzten Versager, die da arbeiten und die diesen Dreck da produzieren. Die Synchronisation, die ist oft sehr gut. Ich hatte das gesagt, dass in dem guten Film Snatch von Guy Ritchie, da ist nicht ganz der Anfang, aber relativ da, kurz bevor die Titel laufen, da gehen doch drei oder vier Hasidim, einer von ihnen Frankie Four Fingers, der mexikanische Brad Pitt, wie heißt er, Del Toro, Vorname. Eusebio, gut aussehender Typ, Mexikaner, und die geben sich also als Hasidim aus, also als Orthodoxe. Auf Deutsch, da reden die exquisites Jiddisch. Auf Englisch, da reden die mit so einem Akzent halt, ja, so ein Ding, das klingt nicht so gut. Da ist die deutsche Version tatsächlich, also die, zumindest der Teil, der ist besser. Und ich habe das jetzt nochmal auf Englisch geguckt, das ganze Ding. Ich musste die Untertitel. A Statham ist wirklich schwer zu verstehen. Ja. Die große Sensation, wenn man in den 70er Jahren ein Schüler war, so wie ich, wie das sein kann, dass ich jetzt 36 bin, das sind die Wunder der Natur. Da gab's eine Serie, die hieß Die Zwei. Dahinter steckte ein Mann, der jetzt gerade gestorben ist, Rainer Brandt, der ursprünglich mit einem anderen, der die Stimme von Roger Moore war. Die haben also diese Serie mit Roger Moore und mit Tony Curtis so synchronisiert, dass das ein Hit war. Und dann ist es der Produktionsfirma und Curtis und denen ist aufgefallen, das war überall ein Flop. Ich glaube, es gab nur eine Staffel, möglicherweise zwei. Und in Deutschland ist es eingeschlagen wie eine Granate. Nicht nur bei Schuljungen wie mir und den anderen Jungs in meinen Freunden, sondern das war eine gewisse Zeit, da hat das die deutsche Sprachkultur dominiert. Diese ganzen blöden Sprüche, die sich Rainer Brandt ausgedacht hat, die sind zu Allgemeinplätzen geworden. Also was sagt denn das Zeiteisen? Oder wo ist meine Knoblauch-Nussschokolade? Ich bin der Danny Wilde, der immer zu den Partys eilt. Wenn man das heute guckt, sagt man, naja, wie so oft mit Witzen ist es halt so, wie mit den Schwarz-Weiß-Filmen, dass die natürlich in der Zeit verankert sind. Wenn man es noch nie gesehen hat, dann ist es auf jeden Fall sprachlich witziger als sonst alles, was läuft. Und wie so oft im Synchron sind die Deutschen gut. Allerdings auch nur dort. Filme machen können sie keine, Dokumentationen können... Oh, ich habe neulich eine Doku über... Die war, glaube ich, nicht mal von Deutschen. Trotzdem, ich habe was über Springsteen gesehen. Ich habe auch schon was über Vegas gesehen. Das ist mit verbundenen Augen im tiefen Koma. Würde es mir nicht gelingen, etwas über Vegas oder über Springsteen so scheiß langweilig zu machen, wie es diese Leute gemacht haben. Aber es ist ihnen gelungen. Ist auch eine Gabe, dass man absolut fasziniert Themen absolut fad aufbereitet. Jedenfalls ist also Rainer Brandt, älterer Herr, ist jetzt gestorben und da bin ich in das, so wie man so sagt, Rabbit Hole gegangen und sage, Mensch, Rainer Brandt, ja, den fand ich immer gut. Der hat dann auch diese ganzen, das wisst ihr vielleicht noch eher, diese Bud Spencer, die laufen ja praktisch täglich. Bud Spencer, wie heißt der, Terence Hill Filme, die hatten ja auch so eine witzige Synchronisation. Der Hauptgrund, warum das hier so gut läuft, das waren ja beides Italiener. In Italien lief das gar nicht so gut. Das war alles dieser Brandt, der natürlich auch das entsprechende, aber angemessen, das Selbstbewusstsein hatte, dass er die Dinge vorangetrieben hat. Und es war nun eine Tatsache, dass in den 70er Jahren, wenn irgendwas so halbwegs halbarschig war, wenn er es überhaupt genommen hat, weil der hatte ja zu tun ohne Ende, dann hat man das Rainer Brandt gegeben. Jetzt erzählt er die folgende Geschichte, wo ich dann immer denke, dass mir das so geht, okay, ich bin auf einer anderen Stufe, als er in seiner Hochphase war oder auch natürlich bis zum Schluss geblieben ist, weil er der war der König der Synchronfirma. Der hat das Buch auch geschrieben, hat die Stimme, also war ein brillanter Typ, gibt's überhaupt nicht. Karl-Heinz Brunnemann, so, jetzt ist mir der reingefallen, der Roger Moore spricht oder gesprochen hat. Jedenfalls erzählt er, wie er die, der hatte den Auftrag, also diese Persuaders, so hieß es im Original, die zwei in Deutsch, mit Curtis und Moore zu synchronisieren und das ein bisschen lustig zu machen. Das war so ein Kompakteinkauf, da war noch was anderes dabei und die hatten das und keiner hat eigentlich geglaubt, dass das groß was wird, weil das war, fragt man Amerikaner oder einen
Engländer, ob er die Persuaders kennt. Das kennt keine Sau, weil das ein totaler Flop war. Dann haben sie immer daneben parallel montiert, wie es im Original klingt. Grottenlangweilig. Und dann, was er draus gemacht hat. Also haben sie diese eine Szene, wo im Hintergrund so ein Spanier ist und der nimmt das Telefon ab und im Original, da sagt er immer sie, sie und nickt so. Und Rainer Brandt hat den reinwiesen. Also, Hatschi, Hatschi. Ich sage euch, wenn man 12, 13 ist, haut einen das weg und ich find's jetzt immer noch lustig, ja? Okay, pass auf. Und jetzt kommt also da dieser Redakteur, die also ZDF, glaube ich, bin nicht mehr sicher, aber ich glaube ZDF, guckt sich das an und jetzt kommt die erstaunliche Sache, er lacht tatsächlich, weil ich habe noch nie einen Redakteur. Das sind die Versager, die weder drehen können, noch sprechen können, noch schreiben können, die können gar nichts, aber sie kennen jemanden oder sind in der Partei, die gerade dominiert. Und deswegen nennen sie sich Redakteur und haben über die Arbeit von anderen Leuten zu bestimmen. Sie sind bis auf 0,0001% alle komplette Versager. Die machen nichts, weil die geben das immer raus an der Produktionsfirma, die bearbeiten das und dann setzt sich der Fett, meistens irgendwelche schmierigen Arschlöcher oder blöde, hässliche Weiber, die es nicht mal zur Schauspielerin geschafft haben, die setzen sich dann hin, rauchen, machen wichtiges Gesicht und sagen, das haut mich ja nicht so unbedingt vom Hocker. Jetzt setzt sich also der Typ dahin und lacht tatsächlich über das, was Rainer Brandt gemacht hat, was ja schon mal bedeutet, dass der Redakteur da in den 70ern, das muss ja schon mal ein Ausnahmefall gewesen sein, weil ich habe noch nie einen Redakteur mit Humor getroffen, aber der hatte den, das ist ja total lustig und als es dann vorbei ist, sagt er, ja okay, witzig, und wo ist jetzt die richtige Abnahme? Guckt ihn Rainer Brandt an und sagt, nee, was willst du? Also, der ist ja Berliner. Und was ich auch noch gut an dem finde, der klingt total anders, wenn er als er selber redet, als wenn er diese Person spricht. Das heißt, der kann da umschalten. Es gibt mehrere Sprecher. Also, Bruce Willis Typ klingt immer wie Bruce Willis. Der Typ von, hier, wie heißt er, von nicht Scorsese, von hier, der den Paten gemacht hat, der, was ist der, Enkel, Dings, na, wie heißt er, hat ein bisschen Haarproblem, macht nur scheiß Filme in den letzten Jahren, hat aber gute Filme gemacht, der den spricht. Großer Star, was ist sein größter Film? Hier, Con Air, der Haupttyp. Jedenfalls, der Typ, der den spricht, der klingt völlig anders. Ja, das findet man ja bei so Provinzansagern, die dann auch mal lokale Spots sprechen dürfen. Die sprechen dann ganz übertrieben, damit man merkt, dass sie Sprecher sind. So sprechen die dann auch privat. Die sprechen dann immer sehr aktuell oder sie moderieren dann so schnurrig, wenn sie mit dir sprechen. Das findest du hier, also in München findest du das viel. Da haben die dann diese aufgesetzte Haben und sie betonen die Endsilben. Klingt total beschissen, sie hören nicht, wie beschissen zu klingen, aber sie werden ja auch nichts. Ich finde es besser, wenn man so vor sich hin nuschelt wie ich. Aber wenn es drauf ankommt, dann quatsche ich sie alle in die Ecke. Rainer Brandt sagt also, was willst du? Das ist der Film. Sagt der Redakteur, ja, das kann man doch nicht machen. Sagt der, spinnst du, ich mach's doch nicht normal. Ja, du hast doch gelacht. Du hast gesagt, es soll lustig sein, jetzt hast du gelacht. Ja, aber das kann man doch nicht machen. Das, ja, wie sie halt, ist er so halt rumgetrunken? Und er hat gesagt, nee, ich mach das nicht nochmal, dann gibt's halt eine andere Firma. So, dann hat er das irgendwie zähneknirschend, weil Brandt eben so ein Typ dafür ist, der sich da nicht rumkommandieren lässt, wird das ausgestrahlt und es wird ein gewaltiger Erfolg. Also damals ja noch Zeitungen, ja, schreiben drüber, die Leute hauen sich weg, was ist das denn, nie sowas Lustiges hier. Und der Typ gibt dann irgendwie, dieser Redakteursarsch, gibt dann irgendwie, ja, das haben wir ja irgendwie ganz gut hingekriegt. Und Brandt hat gesagt, das machst du nochmal, da passiert was. Das ist so typisch, dass diese Vollversager sich natürlich immer mit fremden Federn schmücken, aber es niemals so hingekriegt hätten. Und für mich ist insofern beruhigend, dass nicht nur ich mit diesen Volltrotteln zu tun hatte, sondern dass es bis in jede Größe hast du mit diesen Vollversagern zu tun. Da hat er ihm dann auch gesagt, du, wenn du das könntest, dann hättest du es ja selber gemacht. Weißt du, nicht, dass dieser Versager das gekonnt hätte, deswegen hat er es ja Rainer Brandt gegeben, weil der das eben konnte. Er wird schmerzlich vermisst von mir, weil ich fand, ich war immer ein Riesenfan von seinen Arbeiten und man, wenn man so Sachen aus den 70ern und auch noch aus den 80ern schaut, dann hört man das immer sofort raus, dass er seine Hand im Spiel hatte. Was ich höre, wie die gegen die Meinungsfreiheit vorgehen hier, das ist bedenklich, wäre untertrieben. Da gab es eine, oder ja, die gibt's nicht mehr, die haben die ja eingestellt, da hat diese Innenministerin eine persönliche Vendetta gegen eine Zeitung, die mir komplett unbekannt war. Das heißt aber nichts, weil ich nicht an deutschen Presseerzeugnissen interessiert bin. Ich kenne halt die großen, schlechten fünf, die ignoriere ich. Ich kann da nichts lernen, weil das ist immer falsch und ich habe Quellen, die sind präziser und da kriege ich eine genauere, schärfere Analyse der
Situation als von dieser, ja, wie beispielsweise Spiegel, das ist wie eine schwache Schülerzeitung, aber eine schwache. Und da gab es also wohl eine Zeitung namens Kompakt. Die haben ein Interview mit den Ehepaar, die das wohl betreiben, ich weiß den Namen jetzt nicht, die haben gesagt, die sind in die Wohnung von der Frau, die hatte irgendwo eine Wohnung, da sind die morgens rein, haben die Tür aufgebrochen, wie bei Terroristen, beziehungsweise bei Terroristen machen sie es ja nicht, die werden ja noch belohnt, und haben sie mit quasi ihren Waffen aufgestellt und sie hat gesagt, sie wäre auf einem Pilztrip. Die brechen bei der Frau rein mit 30 Troopern, das ist SWAT-Team auf Deutsch, wie heißt es hier? Super Sicherheitstruppe, da gibt es irgend so ein Special, ich kenne immer nur, weil ich mich doch in Deutschland nicht auskenne, also was in Deutschland das SWAT-Team wäre. Die mit diesen Body-Armor und den Sturmfeuergewehren bei einer Frau, die sich dann vor denen, weil sie schläft nackt, muss man jetzt nicht unbedingt wissen, aber sie sagte, sie musste sich vor diesen Männern anlegen und wurde mit der Waffe bedroht. Was hatten die gemacht? Sie hatten eine Zeitung über Jahre rausgegeben, die regierungskritisch ist. Jetzt ist die Zeitung eingestellt. Man kann alles machen, nur nicht die Regierung kritisieren, deswegen, ich muss hier vorsichtiger werden, ja. Wenn ich hier Leute mit ausdrücken muss. Aber ihr wisst, was ich meine. So läuft es hier ab, du. Diffamieren, das ist alles kein Problem, wenn es in die richtige Richtung geht. Aber wehe, du wagst es. Die haben ja einen totalen Größenwahn, ja, diese Leute. Die sind die Stricher der Amerikaner, aber haben die kompletten Größenwahn. Es ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Weil das ja alles so, weil das so brandgefährlich jetzt alles geworden ist und auch alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Jetzt habe ich da die größten Sorgen. Das kann sich so schnell hochschaukeln. Und wer kriegt die Atomwolke ab? Nicht die Amerikaner, sondern die kriegen wir und in Europa kriegen wir das ab. Oh ja, in den USA, da ist jetzt wieder Spaß angesagt. Die neue Marionette, die sie da jetzt aufgestellt haben, die will also mehr Spaß vermitteln, was ja wichtig ist in der Zeit des drohenden Atomkriegs, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, Entwertung des Dollars. Die Preise sind am Limit, die waren noch nie so hoch. Aber wichtig ist, das ist ja auch die Aufgabe von einem Präsidenten oder möchte gern Präsidenten, dass er oder sie, was immer diese Person ist, das habe ich nie so ganz rausfinden wollen, dass die Spaß vermittelt. Denn die hat ja die Aufgabe wie ein Urlaubsanimateur. Spaß, das ist das Wichtigste und die wichtigste Message in dem Wahlkampf. Und ich muss mich korrigieren, als damals der senile Knacker vorgeschoben wurde, da habe ich gesagt, die nehmen den raus im Oktober. Ich habe mich geirrt. Also der hat es deutlich länger ausgehalten, als ich ihm zugetraut habe. Aber ich hatte natürlich unterschätzt, was die ihm für ein Superspeed schießen. Die haben den Alten jeden Morgen, also wenn er irgendwie halbwegs an die Öffentlichkeit musste, haben die den vollgeschossen mit Aufputschmitteln, sodass der halbwegs funktioniert. Und man hat ja gesehen, es gibt ja diese ganze Superkratz und die ganzen Dinge, wo er da falsch in die Gegend läuft, wo er stolpert und so. Also der war seit vielen Jahren nicht mehr Herr seiner Sinne. Und er war ja auch vorher, als er 50 Jahre jünger war, war der auch schon in Nieder. Es ist erstaunlich, dass er doch so lange ausgehalten hat. Genauso alt wie Jagger, der dieses Jahr schon, ich weiß nicht, wie viele Stadien zerstört hat mit den Rolling Stones. Ja, selbes Alter. Aber völlig egal, was irgendjemand schreibt oder irgendjemand meint. Der größte Vertrauensbeweis für das Chameleon Harris kam von der Börse. Die ist nämlich zusammengebrochen, als diese Person erwählt wurde und zur neuen Hoffnungsträgerin oder Rare, das weiß man bei der ja nicht so genau, oder bei dem ja nicht so genau, ernannt wurde. Was? Die ist dran? Ach du Scheiße! Ich habe mich ja immer gewundert, ihr vielleicht auch, dass man oft an Geländern, an so Brückengeländern oder so, da hängen oft Schlösser dran, also Radschlösser. Ja, wenn man das Schloss vergisst, da fährt man ja zurück. Man kann es ja dann an der neuen Stelle nicht mehr abschließen und dann würde man ja ohne Schloss dastehen. Dann denkt man, ah, wo war ich gerade? Da, holt es ab. Aber anscheinend sind die Leute zu reich und lassen die Schlösser da. Ich nehme an, dass das so ist. Oder vielleicht ist das auch irgendwie eine Trennungsgeste. Dieses Schloss, ich trenne mich von dir. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Aber ich habe mich auch manchmal recht teure Dinger, die irgendwo an einem Baum, Geländer, Straßenschild, die liegen da einfach. Das haben die Leute da vergessen, weil die so ausgeblendet sind. Und ich habe mich immer gefragt, was das für Idioten sind. Einer von diesen Idioten, der wohnt hier im Haus, weil der hat nämlich mein Rad abgeschlossen. Ich komme also runter und denke, wieso kann ich das nicht? Hä?
da hatte der hat es daneben und die ist so bescheuert, dass der nicht erkennt, was sein Rad ist. Da hat er mein Rad abgeschlossen. Da konnte ich nicht raus. Ich war so scheißsauer auf das Arschloch. Meine Güte, ich weiß immer noch nicht, wer das ist, aber es ist irgendeiner von diesen Schwachköpfen, die hier im Haus wohnen. Leberkäse fressen. Ich bin abgelenkter und ausgeblendeter und ich muss niesen. Als jeder andere. Aber selbst wenn ich mich nicht hundertprozentig drauf konzentriere, da schließe ich doch kein fremdes Rad ab. Das ist mir noch nie passiert. Das Rad, das ist eine Routine, die man einfach so macht. Da muss man doch nicht drüber nachdenken. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, sich die Nase putzen. Da denke ich ja auch nicht, oh, jetzt nehme ich mir mein Taschentuch. Das machst du halt und denkst an was anderes. Aber diese Vollidioten, die kriegen das nicht hin, ihr Rad selber abzuschließen, sondern der schließt dann mein Rad ab und ich kann da nicht fahren. Am nächsten Tag war es dann weg. Aber trotzdem, ich kam zu spät. Ich konnte an dem Abend, ich musste erst mal ein anderes, dann war das natürlich platt, dann musste ich das aufpumpen. Also ich kam viel zu spät und, fürchterlich. Vollidioten. Und dann, wo ich gerade hier vom Haus spreche, hier gab es einen reizenden Mann, den ich nicht gut kannte, aber der war freundlich, wenn ich ihn gesehen habe, Tür aufgehalten und hallo, wie geht's? Ja, gut, ja. Und habe viel spazieren gegangen. Und dann erzählt mir einer, ja, da ist ein Mann. Und dann wusste ich erst nicht, wen er meint. Und dann ist 20 Minuten später, sage ich, den meint er. Das ist dieser reizende Mann, aber ich kannte ihn nicht, aber den mochte ich gern. Es gibt hier manche, da wäre ich nicht traurig, wenn die tot umfallen würden. Aber nein, es muss der nette Mann sein. Statt diese, gibt's ja Assos im Haus, meine Güte, dieses Arschloch, das mir immer die Reifen da, ich weiß auch nicht, das muss man auch mal sagen. Als ich hier vor 130 Jahren eingezogen bin, da hat der schon nichts gearbeitet, da kam der mir schon vor wie 70. Jetzt ist es, ich wohne hier viel zu lange, ich möchte es, ich weiß nicht, seit 95 ist es 30 Jahre, um Gottes Willen. Ich muss hier raus. Werde ich auch. Ich bin dran. Ich hatte jetzt die ganze Zeit mit dem Buch zu tun. Jetzt bin ich wieder auf Kurs und muss meine Optionen hier noch ändern, bevor ich zu alt werde. Also es ist fürchterlich. Ja. Also auf jeden Fall, der nette Mann ist tot und diese Arschlöcher im Haus, die leben. Es ist zum Kotzen. Es ist so ungerecht. Immer die Falschen. Was ich ja immer gut finde an Jagger, dass der dieses Internationale hat und wo immer er ist, dann macht er sich ein bisschen Arbeit und recherchiert und was ist da gerade los? Und da hat er in seiner Gutmütigkeit, hat er jetzt Gutes über den Premierminister von Kanada gesagt, Trudeau. Die ganze Band hat seine Mutter genagelt. Das habe ich nämlich nachgeguckt. Könnte das der Sohn von Keith oder Ron sein? Weil der sieht so ein bisschen komisch aus, aber nee, ist wohl nicht, weil er dieser Trudeau ist so 71 geboren und die Mutter von ihm, die wurde genagelt so um 77 rum. Da sagt er jetzt also über diesen Trudeau, ja, und euer Premierminister, den wir schon lange kennen, und das ganze Publikum, boah, weil die den alle zum Kotzen finden, weil er sich mit den Truckern angelegt hat und das genauso ein Arschloch ist, wie die ganzen Scheißkommunisten, wie auch dieses Arschloch in Spanien, dieser Sanchez, dieser korrupte Arsch. Normalerweise geht mich das nichts an in anderen Ländern, nur damals habe ich das ja mit voller Härte mitgekriegt, wie du nicht mehr am Strand gehen konntest, 2020. Dieser Sanchez da, dieses totalen, ja, wollt ihr den totalen Lockdown, wo es, der hat das verhängt, die Bullen, die haben das exekutiert. Was für ein Arschloch. Das machen aber immer die Linken. Also weiter so, die Linken müssen nach vorne, die Linksfaschisten, super, klasse, dann wird's hier richtig dufte, alles wird enteignet und dann werfen diese. Und man sieht ja, wie fantastisch der Staat alles macht. Die Amerikaner, die lachen die Deutschen aus. Da ist die Hauptförderlinie Nord Stream gesprengt, Sabotage. Die Deutschen, scheißegal. So, wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid, mein amerikanisches Buch Paradiso, den Crime-Thriller zu kaufen, verstehe ich, das Wetter war gut, aber man muss ja nicht in den Buchladen gehen, sondern man kann es ja bei Amazon bestellen. Hier ein Auszug aus Paradiso. His tortured mind ran on empty electric impulses in a transient state. Despite the hot temperature at Sad Hill, a cold wind blew him towards Valhalla. He heard music, familiar music. He wanted to dance naked to it, with a tambourine. Flashbacks were flickering in his feeble, diminishing mind, like a Vietnam vet hearing helicopters approaching in slow motion, or a retired stripper hearing cherry pie. He watched the November 22, 1963 Dallas cast on Dealey Plaza in a musical, produced by Ellen Dulles
Executive Producer Bill Harvey, directed by Charles Willoughby. Umbrella Man, Babushka Lady, Officer Tippett, Red Raincoat Lady, Badge Man. Gunsmoke, From the Overhead Pass and the Grassy Knoll, the Deltex and the County Records Building. Lee Harvey, doing his solo as the Patsy. Jack Ruby lurking in the wings. Song and dance. Bonner hadn't been this delighted since Mel Brooks' Springtime for Hitler. Russian number two was on his way back from the Mercedes with Julius Pistol, when out of the blue a tight-knit sequence of events happened in rapid succession, some overlapping each other. A song called The Macarena was approaching rapidly. Three Russians looked up to the source of the loud music, trying to grasp this unexpected disturbance of the execution, thinking as fast as they could, which was not fast. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Also halt. Knisterpulver.de. Rubrik Alben. Hey now.